Dieser Hochzeitstanz endet in einem Inferno. 114 Menschen sterben bei dem Unglück im Nordirak, 200 werden verletzt. Die frisch Vermählten vollführen ihren Hochzeitstanz, als sich die Zeremonie in einen Albtraum verwandelt. Einige der 900 Gäste zünden Feuerwerkskörper, doch der Goldregen entfacht ein Feuer im Kronleuchter, das sich schnell auf das Dach ausbreitet. Die zahlreichen Hochzeitsgäste geraten in Panik, viele schaffen es nicht mehr, das Gebäude zu verlassen. Während der Saal innerhalb von Sekunden in Flammen steht und sich mit giftigem Rauch füllt, sind die Menschen in dem brennenden Gebäude eingeschlossen. Berichten zufolge soll die Braut bei dem Inferno ihre gesamte Familie verloren haben. Die Behörden untersuchen nun den Vorfall. Die vorläufige Bilanz, unzureichende Sicherheitsvorschriften, zu wenige Notausgänge und die Verwendung hochentzündlicher Baumaterialien und das alles in Kombination mit einem Feuerwerk. Eine tödliche Mischung. Der Eigentümer des Veranstaltungsortes, 10 Angestellte sowie 3 Personen, die im Verdacht stehen, die Feuerwerkskörper gezündet zu haben, wurden verhaftet.